Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, auch im Tierheim Achenoa gibt es jetzt Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise. Wegen erhöhter Infektionsgefahr bleibt das Tierheim bis auf Weiteres für den Besucherverkehr geschlossen. Tiervermittlungen sollen dennoch möglich sein, allerdings nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung. Ein Anrufbeantworter ist ganztägig geschaltet. Nun eine gute Nachricht. Beide vor einer Woche vorgestellten Miezen hatten Glück. Das dreifarbige Kätzchen lebt schon in einem neuen Revier, das Morle hat ebenfalls Interessenten. Glückskatzen, alle beide. Heute wollen wir für den hübschen kleinen Mischlingsrüden Milan Menschenfreunde suchen, die ihm ein liebevolles Zuhause geben möchten. Milan stammt ursprünglich von einer Tierschutzorganisation aus Ungarn. Aus unbekannten Gründen klappt es mit der ersten Vermittlung nicht, sodass Milan weitergegeben wurde. Auch das zweite Zuhause war für den armen Milan nicht so toll, denn er kam nun als Fundhund zu Achenoa. Der Niedliche wurde im März 2008 geboren und gehört nicht mehr zu den jungen Hunden. Gerade deshalb soll es Milan noch einmal so richtig gut bekommen. Wie es ihm in seinem Heimatland erging, weiß man nicht. Aber dass er mit den Menschen hier auch nicht den Hauptgewinn hatte, das steht fest. Milan ist ein aufgeschlossener Hund, dem man Überlebensschleue und Menschenkenntnis ansieht. Er ist ein kleiner Hund und wenn er gesund bleibt, könnte er noch viele schöne Jahre mit neuen Menschenfreunden verbringen. Er wird sich gern auf ein neues, liebevolles Miteinander einlassen. Das Hündchen wird dankbar für freundliche Zuwendung und die Sicherheit sein, die ihm ein Neustart bietet. Milan ist gechippt und kastriert, wie alle Hunde aus dem Auslandstierschutz. Wie Milan mit Kindern zurechtkommt, ist nicht bekannt. Deshalb soll er nicht in eine Familie mit Kindern. Ein Ehepaar oder eine Einzelperson wären für ihn perfekt.